Auf dem Schlosse Ortenburg zu Buddisin war einmal ein gottloser Küchenjunge, der sein Vergnügen darin suchte, zu lästern, zu schimpfen, zu fluchen, gleichsam als wäre kein Gott im Himmel, der das Gute belohne und das Böse bestrafe. Nun begab es sich, dass einst die Mächtigen bei einem großen Gelage beieinander saßen. Es wurde gegessen, getrunken, reichlich und wie es damals Sitte war, vergaß man auch nicht die Dienerschaft. Die durften auch trinken und essen. Und sie hatten ihren Schabernack dabei. Der Schlimmste allerdings war dieser Küchenjunge. Er war so am ärgsten und er trieb es mit Fluchen und Schwören so schlimm, wie er es noch nie zuvor getan hatte. Ja, er forderte sogar, vermessen wie er war, den Teufel heraus. Er sagte, er solle nur kommen, er wolle schon mit ihm fertig werden. Da erschien plötzlich der Satan in seiner furchtbarsten Gestalt. Er ergriff den Buben beim Schopf, fuhr mit ihm durch das auf dem Schlosshof führende Küchenfenster und zerschellte über ihm denselben in den Schädel, woran man noch die Blutspuren bis heute sehen kann. Eine schlimme Geschichte. Also legt euch nicht mit dem Teufel an.